dich, Vanessa. Und wie immer schießen sie sich aus dem Leben hin. Mit Sprit. Vanessa, die sich selbst auch mal was zu ihrem 40. Gönnen will. Und zwar ein Hinglotzerdirndl. Doch leider kommt nur noch ein Modell dafür in Frage. Ja gut, das ist spannend jetzt, ne? Also nur noch ein Modell kommt in Frage. War alles umsonst? Wird sie noch ihr Kleid finden? Das sind alles Fragen, die sich jetzt der Zuschauer stellt. Und muss ganz ehrlich sagen, da treiben sie es ziemlich auf die Spitze. Das ist nervenzerfetzend. Schon mal weiter. Kann ich gleich versprechen, hier kommt das Dirndl mit dem Bam-Faktor. Ja, schau mal. Oh. Ja. Oh. Cherie. Mm. Ja. Du findest gut? Also nicht Zirkuspferd? Nee. Guck mal, sehr selbstkritisch, Zirkuspferd. Ja, also das ist genau das, was ich wollte. Ich habe noch nie einen Dirndl gesehen mit einer so massiven 3D-Spitze. Mhm. Ne? Da muss man auch mal ganz klar sagen, das auch noch in der Größe. Gell? Weil oft ist es nämlich so, dass 3D-Spitze ganz gefährlich ist, weil das macht oft mehr. Ne? Ja. Also da muss ich auch bei meinen... Deswegen trage ich zum Beispiel sehr wenig 3D-Spitze. Also ich habe kaum, wenn ich jetzt meinen Kasten durchschaue im geistigen Auge, ich habe kaum 3D-Spitze, eben weil es so gefährlich ist. Man sieht es schon, also es tragt total auf hinten, am Buckel da diese Seerose da, die so wegsteht. Da braucht man nicht mit dem Feuer spielen. Also ich sag für mich persönlich 3D-Spitze, nein danke, aber es kann jeder handhaben, wie er möchte. Aber ich finde es super. Also mir gefällt es total gut. Obwohl ich ja gar kein Lila-Fan bin, finde ich es toll. Es ist nicht lila, es ist pink. Pink, ja. Es ist pink, wir haben Glitzer. Es ist nicht lila, ich wollte nicht ins Wort fallen, es ist nicht lila, es ist pink, weil es heißt da nicht, also wenn die Sängerin jetzt lila heißen würde, würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Oder der lila Panther statt pink Panther. Es sind eindeutig zwei unterschiedliche Sachen. Also wie gesagt, ich wollte da jetzt, auch weil sie Expertin ist, wollte da jetzt nicht ins Wort fallen, aber muss man bei manchen Dingen muss man genau sein. Mich hat ein bisschen ehrlich gesagt irritiert, dass du da vielleicht auf die elegante Schiene gehen wolltest, ja? Weil elegant, du bist elegant, ja. Aber du brauchst ein Dirndl, das Bam macht. Sie hat was Royales. Also da hast du mich schon vorher wirklich so ein bisschen irritiert gehabt. Ja, irritiert gehabt. Ja, aber ich habe mir null sowas vorgestellt. Ich habe was ganz anderes im Kopf gehabt. das ist mein Kleid. Ich meine, das ist ja auch dramaturgisch ein Wahnsinn. Jetzt musst du dir vorstellen, es gibt nur mehr ein Kleid. Das ist die letzte Chance. Alles hängt am Seidenfaden. Das ist wie beim Tom Cruise-Film. Ja? Und dann ist es genau das Kleid, was er sich gewünscht hat. Also ich meine, wird es da keine Taschentücher, sonst würde ich losheulen. Aber ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Manchmal spielt das Leben, da gibt es zu viel, das glaubt man nicht. Also absoluter Wahnsinn. Top, muss ich ganz ehrlich sagen, freut mich total. Magischen Satz sagen, der sonst nur ihren Bräuten vorbehalten ist. Und dass sie ihn laut aussprechen darf, verdankt sie der Routine. Das ist ja auch geil. Das Budget war 1000 Euro. Jetzt sind die Kosten 1569. So, jetzt kommt bei mir jetzt der Rechner durch. Wenn... Ja, ich habe ein Budget von 1000 Euro und dann kostet das Kleid um 56,9% mehr als das, was ich mir gedacht habe. Also mehr als die Hälfte teurer als das, was mein Budget ist. Wieso schreibst du dann ein Budget hin? Das verstehe ich nicht. Weil entweder es gibt ein Budget, dann gibt es ein Budget. Oder ich sage, dann schreiben wir 1000 dahin und wenn es 4 Flocken kostet, ist auch wurscht. Ne? Also, das finde ich immer großartig. Aber vielleicht war es 1000 Euro ohne 3D-Spitze und jetzt haben wir quasi mit der 3D-Spitze die gefährliche, die Abenteuer-Variante. Für mich als Curvy ist es was absolut Kirby. Besonderes. Das war bei mir in den 90ern war der Curvy noch ein Staubsauger, glaube ich. Ich habe, glaube ich, einmal so einen Vertreter bei mir im Haus gehabt, der hat so einen Müllsack oder Plastiksackel genommen und gesagt, man soll sich draufsetzen und dann hat er den Kirby mit dem Schlauch so reingesteckt und hat das aufblasen und dann hat man das erlebt, wie der Staubsauger so stark ist, dass es einen aufhebt von der Couch quasi, das einen Sackel gehalten hat natürlich, aber damals war er noch nicht so schwer, also da hat das mich sehr beeindruckt, das Kind. Haben wir bis heute gemerkt, sie ist scheinbar auch ein Kirby. Was ich jetzt auch sagen muss, was mir jetzt auffällt, erst jetzt gerade, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, warum sie ihr die Ohrlappen so wegschirbt auf der Seite. Aber jetzt sehe ich, ich kenne ja diese Ohrringe nur mit einem kleinen Stecker und da drunten diese
also das ist ja fast Tischtennisball große Perlen, die sie da hat. Das ist ja ein Wahnsinn. Habe ich noch nie gesehen. Schaut ganz entzückend aus. Also ziert sie über alle Maßen, muss ich ganz ehrlich sagen. Top. Dann auf Vielen dich, Dank. Auf deine perfekte Wahl. Zum Wohl auf dich, Zum Vanessa. Wohl. Zum Wohl. Und wie immer schießen sie sich aus dem Leben hin. Mit Sprit. Gefällt mir. Nein, natürlich werden die nur einen, sein Sektchen, sie trinkt eher einen Orangensaft, das wird wahrscheinlich gänzlich ohne Alkohol auskommen. Die Dame auch, die hat ja noch nicht einmal angesetzt, die mittlere, also wer weiß, ob sie überhaupt den Schluck vollzieht. Schauen wir weiter. Hatte heute ganz klar drei Herausforderungen. Erstens, eine andere Brautausstatterin. Zweitens, sie ist curvy. Und drittens, sie sucht einen Bam. 36, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht geglaubt. Sie schaut aus wie 34, drei Viertel hätte ich gesagt. Und da bin ich froh, ich habe alle drei Sachen gut hinbekommen. Sie ist glücklich, der Geburtstag kann kommen. Und wie der kam, zünftig und ausgelassen, wurde in der Hütte die ganze Nacht gefeiert.